dazu wurden jetzt x Ebenen von Plot nur aus diesem einen Satz. Also ich habe jetzt Schwestern, die zu anderen Clans, die ebenfalls mit dem Dämon irgendwie zu tun haben, verheiratet werden, weil er will irgendwie der Weltherrscher werden. Ich mit meiner gebrochenen Seele, der nicht lügen darf und Asket ist und also so ein Schelden in Laufend und in L5R, versucht dann mit den anderen, die ihn erstmal komisch finden, Freundschaft zu schließen, macht das auch voll doof, wollen wir Freunde sein? Also stellt sich total sozial inkompetent an. Und das hat sich halt sofort lebendig angefühlt, weil ich wusste, hier geht's auf was, ich kann die Spieler oder die SCs der anderen Spieler sofort in die Scheiße reiten, wenn dieses Böse irgendwas aus mir rausbricht. Dann stellt sich ja noch raus, dieser Mönch, den ich spiele, der hat übernatürliche Kräfte. Also es ist keine High-Fantasy-Setting, es gibt zwar Magier, nur die Mönchen können so ein bisschen Superman verhalten, also hochspringen, Wände einschlagen und so weiter. Und jetzt hat der aber eine Dämonensaat in sich. Das heißt, wenn so ein mächtiger Charakter, der Häuser einreißen kann, auf einmal auf die böse Seite wechselt, das will ja niemand. Also muss man ja als SC zu anderen STs sagen, pass mal auf, wenn ich den Gehörner kriege, hackt ihr mir am besten den Kopf ab. Und das sagt ja der sonst immer sich für alles bedankt, für alles entschuldigt, nie lügt, also das Mauerblümchen in dieser Welt ist. Und du hast da dann einfach sofort ein, alles real, ich will weiterspielen, Feeling. Wobei du halt bei manchen anderen Runden denkst, wo du denkst, ja okay, wir haben jetzt zwei Drachen umgebracht und einen Dämon, da kam dreimal, das ist Alrik, der Händler hat immer den gleichen komischen türkischen Dialekt. Das fühlt sich halt nicht real an und das macht auch nicht so extrem Lust auf, da will ich nochmal, da will ich nochmal, da will ich nochmal. Ich habe Runden, da bin ich kurz vom Bein, wenn die zu Ende sind. Weil einfach die Runde so Spaß macht, so fehlt die Stimmung auch mit den Spielern und dem Meister so stimmt, dass man sagt, ich will jetzt irgendwie weitermachen. Und es gibt Runden, wo du sagst, naja, es sind nur vier Wochen dazwischen, war ist okay, wir spielen dann mal weiter. Und das hat selten was damit zu tun, ob der Meister sein Handwerk beherrscht, sondern auch, dass A, die Spieler unter anderem sich dieses komplexe Netzwerk von Gefühlen zueinander nicht aufgebaut haben. Auch zu Mitspielern, die keine Gefühle haben, kann sowas klappen. Haben wir wieder super bewiesen. Also in SC-Runde, Rolle meine ich. Haben wir auch bewiesen. Ja, damals spielt es auch Karte, oder? Ne, er spielt ja einen Tech-Priester, der keine Emotionen haben würde. Trotzdem ist die oberhysterische Sororita und der Tech-Priester, die harmonieren einfach super. Ich weiß nicht warum. Läuft! Es läuft! Gut. Nochmal Plotaufbau mit einer Sandbox. Kam damit überhaupt erst am Pol in Berührung. Ich kannte das Wort Sandbox nicht, bis der Frank das mal eingeführt hat für mich. Finde ich extrem angenehm, weil du brauchst fast keinen Plot. Du kannst zwar sagen, okay, ich mache so zwei, drei Punkte, Point of Interest, ein großes Finale, wenn es mal so weit kommt, aber in einer Sandbox können sich die Spieler selbst bespaßen und wenn die Spieler Bock drauf haben, sich darin zu bespaßen, werden die Geschichten gut. Deswegen bin ich ein riesen Sandbox-Fan. Man muss einfach nur wenige Handgriffe machen, ausgearbeitete Orte mit einprägsamen Merkmalen. Meine nächste Sandbox wird die Autogarage mit den Russen, definitiv. Das ist einfach vom Geruch von dem Wodka bis hin zu dem Verhalten einfach super einprägbar. Ja. NSCs mit fühlbarer Persönlichkeit und Geschichte, das ist klar wieder, wenn alle Omas in der Sandbox mit einer Kittelschürze rumlaufen, dann ist das nicht mehr lustig. Wenn alle Omas irgendwie gut geschminkt sind, aber eine läuft mit der Kittelschürze rum, könnte das sein, dass die Spieler die eher anspielen, dass der Charakter ist fühlbarer, ist warum auch immer irgendwie reeller. Zeit zum Erkunden lassen, das ist halt ein großer Plot, eine Kampagne. Wenn ich da meinen Spieler keine Zeit lasse, sondern in der Kampagne noch schiebe, mache ich meiner Meinung nach als SL was falsch, aber das muss halt jeder für sich selbst machen. Was in der Sandbox super geht, improvisieren, deswegen mag ich Sandboxen so. Ich bin kein Fan von, ich habe hier meinen G7-Wälzer und den spiele ich von vorne bis hinten durch und mache nichts rechts und nichts links. Das ist einfach nicht meine Art von Leiten. Und was wir schon hatten, geh auf die Spieler, sag einfach erstmal ja. Egal, wie bekloppt die Idee von den Spielern ist, da kann man immer noch mal rausbiegen, aber sag erstmal ja, weil dieses Ja motiviert die Spieler zu spielen. Und nicht einfach nur zu würfeln und sagen, da ist ein Schloss, ich würfel mal auf Schlösser knacken. Du hast keine Würfel, sag wenigstens, dass du deine Dietriche benutzt. Aber ja, das muss man halt dann schauen, wie man den Spielern das gestalten will. Wenn ich jetzt sage, okay, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich NSCs aufbaue,
abgesehen davon, dass es dann irgendeine Art von Wesen ist, was kommunizieren sollte, gut, es könnte eine Teekanne sein. Sie sollte einen Namen haben, auf jeden Fall sollte man irgendwie drei Details benennen können, ich habe wieder bei Frank geklaut, ich gebe es zu, die diesen NSC irgendwie interessant machen. Also angenommen, wir haben einen Penner am Bahnhof, dann sage ich, sind Penner am Bahnhof. Stille. Dann geht die gerade vorbei. Wenn ich jetzt sage, da hockt ein Penner am Bahnhof mit einer Wolldecke und einem Hund und einem Rucksack, der hat Flicken auf den Knien und hat gerade einen Burger am Essen, macht er 50 Aufzählungen, dann wird er auch mehr als real oder geht er wieder an der Realität vorbei, weil das erfasst man ja auch nicht sofort, wenn man an Menschen vorbeigeht. Sein Fehler vorbeilaufen, sehe ich sofort, ah, der hat einen Fehler auf, Helden sterben, blonde Haare, reicht Fehler. Dann, wenn man sich länger mit dem beschäftigt, dann kommen mehr Details raus. Oder Reg hat einen Bart, hat auch einen Nerdpol-Shirt an, hat heute ausnahmsweise meine Hose an. Für Reg. Fertig. Und keine Hut. Wer bist du eigentlich? Ich bin ein Kognito. Genau. Konzentration. Stimmt, heute zum Video hattest du auch mit anfangen. Das müssen wir nochmal nachholen. Da muss nachträglich weggearbeitet werden. Genau. Dann, wenn ein NSC ein Villain sein soll, ein böser NSC, will ich jetzt einfach den, tritt die Tür auf, zieht die Knarren, ich bin böse, oder hat er eine Motivation, dass er böse ist? Ist er ein Verbrecher, weil er irgendwie Geld besorgen muss, weil seine Tochter krank ist, er muss die Operation bezahlen, also gibt man dem eine wirklich menschliche Motivation, dann wird er als böser Mensch einfach auch verständlicher oder wirkt er auch wieder echter? Beim Joker wäre das jetzt wieder schwieriger, glaube ich, weil er erzählt ja seine Geschichte immer wieder anders mit den Namen, aber er versucht es wenigstens. Wobei du dann ja ein ganz, ganz gefährliches Element betrittst, wenn du NSCs nimmst, für die anderen bereits Vorerwartungen haben. NSCs nimmst für die anderen bereits Vorerwartungen. Joker, ja? Lex Luthor, wenn du halt NSCs nimmst, die bekannt sind aus deiner bestimmten Welt, ja, und mit denen schon jeder als Spieler mal zu tun hat, dann jeder. Na, bestimmte Grunderwartungen, wie der NSC sich verhält, wenn du ihn dann anders darstellst, weil du den anders denkst. Ja. Könnte sehr interessant sein. Ja, das ist ja genau der Punkt. Was ist denn beim Joker die ultimative Hintergrundgeschichte oder was ist sein ultimativer Plan? Der wechselt ja permanent. Ja, deswegen ist es gerade so ein gutes Beispiel dafür, finde ich. Ja, aber das ist halt der Punkt, auch so mit den Erwartungen zu spielen. Ja, ja, klar. Nun kannst du natürlich voll auf die Nase fliegen. Ja, ja. Also da habe ich ja wieder jetzt bei dem Intro-Stream in Anführungszeichen für den G7 gemerkt, bei den Prius-Geweihten, wo ich schon am Chat gemerkt habe, die denken jetzt alle, er tritt auf und schlägt sie alle nieder. Und nee, das ist ein hilfsbereiter Kerl, weil nicht alle Prius-Geweihte sind Assis. Nur weil es so drin steht. Ja, nur weil es so ein Regelwerk ist. Genau. Ja, oder halt einfach Fragen über, wie sind die NSCs als Menschen? Zum Beispiel, was macht den Bettler zu dem Bettler? Habe ich mal persönlich gemacht, weil ich es einfach mir gedacht habe, warum sitzt da jemand an der Ecke? Habe mich zu so einem gesetzt, in Darmstadt hat gesagt, sorry, wenn ich dich so anquatsche, aber erzähl mal, wie kommt man eigentlich hin? Ich verstehe es doch. Ja, früher schon schlecht in der Schule, dann irgendwie abgestürzt, Drogen genommen, AIDS bekommen, kriegt jetzt keine Arbeit mehr und so weiter. Und das ist eigentlich schon ein Plot oder eine Hintergrundgeschichte für den NSC, falsch ausgearbeitet wird. Einer Frage gestellt. Oder hat der vermeintlich doofe Trolltürsteher eigentlich außer machen in seiner Freizeit noch andere Sachen, die interessieren, wie zum Beispiel südländische Poesiebände? Also wenn du irgendwie mal, warum auch immer, der Türsteher in ein Gespräch verwickeln will, wobei er immer machen will und dann unterhalten sich zwei SCs über irgendwie Literatur. Wie doof würden die denn gucken oder die Spieler gucken, wenn er sagt, ja, nee, die Werke finde ich ein bisschen blöd, die sind mir zu einfach geschrieben, ich mag lieber, passt halt einfach nicht zu einem Trolltürsteher und wäre einfach mal eine interessante Situation, sowas mal rumzudrehen. Und was wir eben schon mal hatten mit dem Beispiel von Sandy, der Stur aus Franks Runde, NSTs gewinnen einfach an Wichtigkeit, je mehr sie gespielt werden. Und genau das soll man auch ausnutzen und die NSTs dann auch bedeutender und wichtiger werden lassen. Und Mut zur Lücke hat Frank auch beschrieben, einfach zu sagen, ich habe hier 10 NSCs, die haben einen Namen, die haben ungefähr das Aussehen und die haben dann, die
übernatürliche Fähigkeit, das Kiss, das den Clan, was auch immer. Ansonsten habe ich für die nichts. Und die baue ich weiter auf, wenn die Spieler sie anspielen. Weil dann kann ich nochmal einen Bösen hinzu improvisieren, der vielleicht aussieht wie ein Gärtner oder was auch immer. Dass man noch so ein paar Wildcards in der Hinterhand hat. Akku ist. Achso, Wildcards, genau. Vielen Dank. Mir fällt dazu jetzt noch was ein, dass man, um ein NSC ja, lebendig zu gestalten, nicht unbedingt nur auf dem Papier braucht, was macht diesen Charakter aus. Wenn ich jetzt zum Beispiel schreibe, der Böse ist böse, weil er festgestellt hat, dass er unglaublich gut Leute manipulieren kann, dann gibt das dem ja nicht unbedingt eine Komplexität. Richtig, das ist der Punkt. Was ich gemacht habe, als ich angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, wie kann ich meine NSCs eigentlich interessanter machen, ist, ich habe mich selber beobachtet, was fällt mir eigentlich als erstes auf, wenn ich Leute sehe. Und habe dann zum Beispiel gemerkt, zum Beispiel wenn ich jetzt den Wrecker sehe, ist immer sofort der Hut. Weil der Hut ist halt einfach ein Blickfänger. Ja, ja. Oder weil jetzt zum Beispiel, ich habe Bioing das erste Mal gesehen, ich so, boah, ist der groß. Ja. Also, das kriegt man ja normalerweise nicht so mit. Oder bei Fenami waren es die schwarzen Haare, weil ich kenne niemanden, der so schwarze Haare hat wie du. Das ist mir halt als erstes aufgefallen. Ne? Und ich versuche halt, wenn ich einen NSC habe, dann schreibe ich mir immer einen Einsatz dabei, was ist das Erste, was an diesem NSC auffällt. Und manchmal ist das etwas, was noch nicht mal stattfindet, wenn der NSC im Raum ist, sondern es ist vielleicht eine Aura oder ein Geruch oder ein Geräusch oder zum Beispiel. Ein NSC von mir, der läuft rum, der hat immer so eine Glocke aus kühler Luft um sich herum. Das ist halt so ein frischer Geruch, der als erstes halt kommt. Ah, frischer Geruch, okay. Beziehungsweise so eine kühle Winterluft halt. Ne? Das ist halt das, was halt als erstes an dieser Person auffällt, das Markanteste. Der erste Eindruck ist ja der zählt. Und da kann man halt, gerade wenn man zum Beispiel einen Bösewicht vorstellt, entweder viel richtig mitmachen oder die Leute nehmen ihn halt nicht wirklich ernst. Wenn dann dieser erste Eindruck von zum Beispiel in einem NSC, von dem man will, dass der wichtig ist, nicht wirklich gelingt, dann muss man eventuell umschmeißen. Was halt auch bei NSCs ein Punkt ist, dass man sich vielleicht sonst denen auch zu viel direkt mitgibt. Mhm. Also natürlich ein bisschen darauf an, wie viel Funktion die haben sollen, aber wenn ihr jetzt irgendwie, du kannst natürlich ein NSC sehr locker beschreiben oder quasi ein SC draus machen. Mhm. Genau. Aber da ist halt die Frage, nehmen die den dann so an? Was ich halt auch sehr schön finde, sind halt so Fluff-NSCs, die eigentlich wirklich keine Funktion haben, aber irgendwas Besonderes haben, weil das die Situation untermauert. Ich weiß, Reh hatte das in einer Shadowrun-Sache, da geht eine Spielerin einkaufen und da sitzt ein Troll an der Kasse. Ja. Und der knallt ständig mit seiner Burger gegen die Lampe. Und da hat sie gesagt, oh, schon wieder. Da hat sie gefragt, warum arbeitest du eigentlich? Oh, mein Kind ist erwacht und ich weiß nicht, wie ich die Kosten für diese Drogenbranche ausbilde. Ja, wie gut. Aber das ist super gut. Das sind halt so Kleinigkeiten. Ja, genau. Die Werbeeinblendung, die Senf dann. Ja, die war so gut. Die Nachricht und die Werbeeinblendung, ja. Der Hammer. Ja. Das ist einfach dann so dieser lebendigen Neonwelt halt beiträgt. Ja, ja, wenn 40 Leute spontan jetzt gerne Kuchen hätten, weil Zuckerkuchen ein Thema ist. Für alle, die dann, ich würde zu Kuchen töten. Oder was du halt gerade meintest mit dem Trolltürsteher, da musste ich so denken, jetzt stellen mir zwei Trolltürsteher vor, die ganze Zeit so machen, dann so wie bei Das Leben des Brian, ja, der Kerkermeister, die dann danach so hochphilosophische Gespräche führen, der gerne dazu hört. Genau. Ja, genau, richtig, ja. Ich habe bei Shadow mal einen Troll-Charmeur gebaut und die waren so perplex, die anderen. Weil klar, du kriegst nicht hoch Charisma, du kriegst diese Skills nicht so extrem hoch, aber das war ein Troll mit einer Intelligenz von 5 und einem Charisma von 6. Für einen Troll. Ja, ich war so mit richtig schmalzlockig, kann der dann auch. Ah, ich bin halt dies zu heiß. Verstehe. Ja, dann wird es abgelassen. Nur noch mit der Tonaufnahme von Max Leben. Geht weiter. Gut, Erwartung spielen. Ja, definitiv. Einfach auch mal sich mal trauen, so Sachen zu machen, die. Genau. Weil es ist eine lebendige Welt. Ist nicht immer das Troll oder Ork. Genau. Immer dasselbe machen. Ja. Es soll Borons Geweihte geben, die nicht auf Knaben stehen. Es soll, ne? Also immer mal die Variation reinbauen. Ja, und anknüpfend bei Protector, das ist in die Monster-Jäger-System.
Wird genau das halt schon in den Regeln verarbeitet, die Charaktere, die man auch als Spieler erstellt, genau wie halt die NSC oder sowas. Da gibt es halt das Prinzip von Klischee und Durchbrechung. Man hat dieses Klischeebild, so wie jetzt solche, man hat dieses Klischeebild, das ist ein großer, grobschlächtiger Troll, und dann mit Durchbrechung, aber er ist halt eher so der Schönling mit der Schmalzlocke dann. Ja. Oder man kann es natürlich auch umgesehen, das ist so der Klischee, hat ein Schönling mit der Schmalzlocke, die Durchbrechung in dem Fall steckt halt quasi im Körper eines großen Trolls. Das ist halt was, was man so, wenn man dieses Klischeebild hat und dann auch so ein, das heißt auch nur so ein kleines, so ganz Detail, dass dieses Klischee durchbricht einbaut. Da kann man schon sehr viel mit bewirken. Ja. Richtig. Gut. Ich gehe mal weiter, weil wir sind noch was Mittags dazu. Jetzt kommt die Frage nach dem Schwierigkeitsgrad. Und dabei ist jetzt nicht gemeint, schicke ich meine 9-LP-Helden von DSA oder meine Rang 1 Akkuliten von 40k direkt gegen die fetten großen Monster, weil das ist kein Schwierigkeitsgrad, das ist einfach nur dumm. Also zum einen, wenn sie es mitmachen oder wenn der Meister es unbedingt will, dann ist es dumm. Mit Schwierigkeitsgrad meine, wo ich draufstehen habe, Powerlevel der NSCs, aber ja, wenn ich halt fettere Würfel werfen kann, kann ich fettere Monster töten, das ist jetzt kein wirklicher Schwierigkeitsgrad im Spiel, sondern zum Beispiel, wo ich weiß, dass ich Spiel habe, dass ich damit richtig fett auf die Palme bringen könnte, ist, wenn ich Rätsel einbaue. Und zwar nicht Trivialrätsel, sondern richtige Rätsel. Ich mag Rätsel. Ich hasse Rätsel. Ich auch. Ich hasse sie. Also ich kann ja mal ein Beispiel anschreiben, wie man drauf kommt. Ich glaube, du müsstest auf jeden Fall gehen, deswegen bitte ruhig. Aber ist jemand für euch e-technisch begabt? Elektrotechnisch, digitaltechnisch begabt? Sehr gut, ihr seid genau die Richtigen für das Rätsel. Und zwar gibt es in dem Fall Kristalle, die bekommen zwei Energieimpulse rein. Und nur wenn beide gleichzeitig kommen, kommt ein Energieimpuls raus. Elektrotechnisch ist es ein End-Cutter. Also, ihr habt irgendwie eine Reihe von Kristallen, die Energieimpulse rausschicken. Und es gibt Kristalle, das muss ich gerade mal überlegen, die sehen dann so aus, die schicken nur Energie rein, wenn sie keine Energie anbekommen. Also an den Dotten. Jetzt ist es theoretisch durch eine Verkettung von den sogenannten Gattern, also Kristallen, möglich, Dankeschön. Eine Impulsschleife zu bauen mit x beliebig vielen, die Anzahl wurde nicht genannt, um hinterher eine Anzahl von Energiekristallen mit Energie zu versorgen, also mathematisch oder elektronisch einen Zähler zu bauen. Da haben die 8 Stunden für gebraucht, weil ich es konnte. Das waren alles Informatiker, die hatten alle gepennt in der Vorlesung. Aber oder man verdrängt es. Oder man verdrängt es. Elektrotechnik. Bei uns war das Teil der Vorlesung. Also das wäre jetzt schon ein krasser Bohrspiel. Also man kann das auch ausklüfteln ohne informatische Vorkenntnisse, weil das ist einfach nur Logik. Es kommen 2 rein, 1 raus, kommt nichts rein, 1 raus und so weiter. Wenn man sich damit ein bisschen rumknurrt und ernsthaft beschäftigt, kriegt man das schon raus. Aber das ist jetzt für mich aus dem Bereich Rätseln schon ein hoher, harter Schwierigkeitsgrad, weil das ist nichts, was irgendjemand, der fachfremd ist, also sich wirklich gedanklich erstmal reindenken muss in die Materie, innerhalb von 5 Minuten ausknobelt. Und dafür muss man natürlich einfach Spieler mit Durchhaltevermögen haben. Ich weiß, ich habe da nur Koalis sitzen, das habe ich nicht auch gesagt, dann lasse ich das besser sein. Definitiv. Das war der Punkt, den ich halt im Kleinwagen anhauen wollte, wenn du halt eine Kampagne planst oder sowas, dass du dir überlegen sollst, wie erfahren sollen die Spieler schon sein, beziehungsweise die Charaktere. Wenn du halt so wirklich von winzig klein fertig mit der Ausbildung bist, ich bin der Held, was, das ist ziemlich egal. Aber wenn du halt schon mit einem Grunderfahrungsgrad einsteigst, musst du halt ein paar Sachen ändern in deiner Kampagne, weil du nicht mehr jeden Scheiß mitmachen würdest. Und das ist halt auch bei den transsibarischen Chroniken so, du hast die Möglichkeit, das mit Unerfahrenen mit Vampiren zu spielen oder mit Ahnen. Und da sage ich mir, okay, welcher Ahn lässt sich dafür noch motivieren? Logischerweise, außer durch den Druck des Erzeugers, wie das schon vergessen. Und dann dadurch, dass die Küche irgendwie einen Fehler in ihrem Zeitplan hat, gibt es jetzt schon Essen. Von wann bis wann? Ab jetzt bis
ich denke mal, anderthalb Stunden weiter. Wir hatten gesagt, eigentlich ab halb und dann eine Stunde lang, aber die haben jetzt schon aufgetischt. Ja, okay. Dann machen wir. Also, wenn ihr Hunger habt, könnt ihr schon anfangen. Okay. Weil ich habe gemerkt, ich habe diese Kampagne als Spieler erlebt, wo der Spielleiter uns halt Ahnen hat bauen lassen, der fünften Generation. Und ich stand da dann und dachte, warum soll ich jetzt eigentlich, geh noch kacken. Weil du Langeweile hast und nochmal mit den Jungspunden rumrennen willst, was du tun willst. Nein, keine Ahnung. Aber hast richtig, ja. Fünfte Generation ist schon widerlich, ja, definitiv. Dann was jetzt konträr nicht verwechseln mit dem, sagt immer ja zu dem, was deine Spieler sagen. Das hier ist jetzt nicht die Metaebene der Ideen, sondern wirklich IT, das, was in unserem Kulturkreis super schwierig ist. Wenn du sagst, oh, ich verhandle jetzt mit dem oder ich frage ihn, wir fragen ihn, nein, der gibt dir keine Antwort. Dann werden die Spieler abziehen. Es sei denn, sie sind wirklich erfahren und hartnäckig und wollen das. Und dann, oder ihr habt einen gelernten Verkäufer drin, der weiß nämlich, nein steht für ja. Nur noch ein Impuls nötig. Also immer weitermachen, weiter nach vorn, und das kostet Spieler sehr, sehr viel Kraft. Und das, so kann man zum Beispiel auch ganz stark, das ist Schwierigkeitsgrad von einer Kampagne oder von einer selbst ausgedachten Sache erhöhen. Gut, Resümee, es gibt keinen ultimativen richtigen Weg. Macht das, was euch für euch gut anfühlt. Probiert Sachen aus. Ich habe schon Sachen bei Feder geklaut, bei Rerion, bei Fragen. Was war denn das damals mit dem, wo du bei Koani gespielt hast? Das Sein, ja, habe ich ja. Mal das Charakterkonzept irgendwie von NSC weiterverwendet. Okay. Das ist aber schon lange, lange her. War auch schon gut. Ja. Ja. Oder umgekehrt, ich habe nicht wirklich immer viel Konzepte. Justicola wollte gestern anfangen, hier mit Petersburg und erzähl mir was über die Ahnen. Ich habe überhaupt keine Ahnung von Empire, mal ganz ernst. Das hat genau dafür gereicht, wenn das tiefer reingegangen wäre, hätte ich mich reinlesen müssen. Aber ich wusste, es wird nicht tiefer reingehen, weil die Sache in eine andere Richtung gehen sollte. Ja. Ich finde es so schön, dass für mich gerade bei sagt, dann immer fragt, du Rede, wie war das? Ja, klar, das ist wieder der Punkt, den ich am Anfang habe, ich ein Regel-SL. Da frage ich immer vorher für den Runden, passt mal auf, Leute, ich brauche immer ein Regel-SL, wenn ich nicht weiter weiß. Bei DSA komme ich ein bisschen weiter rein. Bei D&D habe ich da gar keine Lust drauf. Da habe ich dann den Black Suicide dafür und fertig. Das. Oder ist einfach, ich weiß die Regeln, wir legen jetzt gerade was fest. Weil wenn an einer einzigen Regel oder an einer kleinen Fluff-Info, jetzt wird es schon interessanter, aber ich glaube jetzt mal bei Regeln, das Glück einer Gruppe hängt, dann ist für mich in der Gruppe was falsch. Bei mir ist das, wenn die Regel unsinnig ist und wir finden das so in der Gruppe, dann gibt es das. Klar, Regeln sind natürlich auch Gruppenschluss, ganz klar. Oh. Gut, dann Fragen, kommen wir mal zu den gebunkerten Fragen. SCs, die ihre eigenen Hintergründe nicht beachten. Hattest du das ja eben schon mal ein bisschen angeführt. Also ich nehme jetzt mal ein Beispiel, weil wir es vorhin schon hatten, bei L5R hat mein Charakter Hintergrund nicht lügen. Wenn der natürlich jetzt nur wegen diesen paar verkackten Punkten, die er kriegt, anfängt zu lügen, würde ich dem richtig drauftreten. Und zwar hat da L5R ganz böse Mechaniken. Aber mein Charakter, und vor allem ich als Spieler bin ich dumm, mein Charakter lügt dauernd, obwohl er die Wahrheit sagt, indem er einfach Sachen weglässt. Aber doch, also gerade bei so Sachen, wenn ich weiß, man kennt ja auch seinen Oppenheimer als Spieler so ein bisschen, da bunkert jemand Nachteile, um den und den Vorteil zu kriegen, achte ich natürlich penibel drauf. Oder wenn du eine Welt hast, wo es halt übertönliche Sachen wie Geister und so gibt, dass ein Geist den Nachteil falsch versteht und den Prophet nicht vor allem drauf sagt, aber ich hab doch nicht, ach so, dann hab ich das verwechselt, sorry. Aber das passiert, wenn du es nicht machst. Also da würde ich schon relativ rigoros durchgreifen, definitiv. Weil genau deswegen hat man ja Nachteile, nicht um sich Vorteile zu kaufen. Also ein Lieblingsbeispiel ist Markus-Tradition mit jemand. Ja. Da kann man sich als Nachteil, also kann man sonst glaube ich nur 9 Punkte Nachteile kaufen. Außer diesen einen, der 5 Punkte bringt, wenn man ein Attribut um 1 Punkt senkt. Das kann man beliebig oft machen, bis jedes Attribut nur noch 1 hat. Dann baut man sich Magier mit Körper 5, Kern 5, Arit X. Und zieht sich mit Magie alles auf 5 wieder hoch. Das ist ein Startcharakter, der überall 5 drin stehen hat und einfach die Sau für den Herrn ist. Sowas diskutiere ich nicht mal ernsthaft. Sei denn, wir sagen, wollen wir eine Runde machen,
die so kaputt wird wie möglich und einfach mal zeigen will, wie asozial Magier sind. Okay, dann lachen wir eine Stunde über die Runde und dann spielen wir was Richtiges. Kann man auch mal machen. Aber wie gesagt, gerade das Ausspielen von Nachteilen oder das Überdenken von Nachteilen, dass man als SL nicht alles einfach erstmal absegnen sollte, weil man auch einen gewissen Weitblick manchmal braucht, wenn jetzt ein System, in fast jedem ist der Nachteil Berserker, kann die Gruppe killen. Ja, klar. Da muss man sich schon bewusst sein, dass man die anderen vielleicht ein bisschen warnt. Mhm. Das Bewusstsein selber haben, zu sagen, du, falls ich irgendwie rote Augen kriege und Schaum vor dem Maul, dann schmeiß ich ein bisschen zu Boden. Das ist ja. Mhm. Es ist aber auch nervig, wenn Leute ihre Nachteile zu groß getrieben haben. Ja, das auch. Zum Beispiel? Hat in meiner Tischrunde. Ah, Arroganz. Nein, das ist nicht Arroganz. Aber das ist nicht der SC, das ist das. Für das. Ja. 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 Ja, welche? Da ist halt die goldene Regel, man muss nicht mit jedem spielen. Ja. Wenn ich jetzt als Spielleiter feststelle, meine Spieler mögen mein Ziel überhaupt nicht, heißt das nicht, sondern das heißt, ja, setzt du aber schon voraus, dass du so viel Selbstbewusstsein hast. Ja, genau, aber es ist halt so, ich habe einen längeren Weg hinter mir, um das natürlich sagen zu können, dass ich jetzt kein schlechter Spielleiter bin, wenn ich feststelle, meine Spieler können nicht mit mir spielen. Natürlich gehört sehr viel Selbstkritik dazu und auch Feedback, wobei Feedback ein ganz anderes Thema ist, wo ich glaube, wir nochmal gesondert drüber reden an einem anderen Termin. Ja, wir sind alle da, darüber reden, oder? Ja. Jeder nicht, oder? Und das ist halt immer wieder, ich stelle bei manchen Leuten fest, ich kann mit denen spielen. Mit manchen Leuten kann ich super spielen, das ist halt einfach funktioniert. Und bei anderen Leuten denke ich mir so, ja, meine Erfahrung muss ich wieder. Ja, aber genau, das ist schön, wenn man feststellen. Ich kann, wenn nötig, aber also auf einem professionellen Level kann jeder irgendwie zusammenarbeiten, aber das ist ja immer noch Freizeit, was wir machen. Wir werden nicht bezahlt, müssen nicht alle Profis sein. Und da suche ich natürlich Leute, auf die ich Bock habe. Ja, das heißt aber auch, wenn man zum Beispiel als Spielleiter Ersatzcharaktere reinwirft, vielleicht vorher fragen, ob man mit der Person spielen will. Ja. Gut gemeint überraschen kann, aber dann ja. Ja, definitiv. Ach, du bist jetzt da. Okay. Hey, toll! Du längst mir wohl Fuck. Schön. Okay, ich muss das jetzt 2 Stunden reichen. Der ist jetzt also der Prinz, der da mir. Ich töte meine Charakter. Wenn man zeitweise verkaufen, direkt Kundenkontakt arbeiten, dann werden irgendwas Skills, die davon unglaublich. Aber ja, es ist Freizeit. Es ist keine Grundlage. Ja. Das würde den Leuten Spaß. Ja, das muss aber halt dann auch jeder für sich selbst feststellen. A, auch die Fähigkeit, so ein Feedback zu geben, sagen, pass mal auf, war eine Runde, es war eine Erfahrung, aber es stimmte halt nicht, muss jetzt nicht wieder. Weil es ist, glaube ich, auch was man nicht gerne sagt und was andere auch nicht gerne hören, aber so ist das Leben. Und das heißt, dass man manches mit manchen spielen kann und manches mit anderen eben nicht. Wenn er so ein Klamauk-Typ ist, dann kann man super Klamauk-Sachen spielen, aber wenn man wirklich mal was Ernsthaftes spielen will und es ist trotzdem immer Klamauk. In der Jesida also fand ich extrem gesehen bei dem Gokler. Ja. Also er ist ja eigentlich der Klamauk-Typ, ne? Ja. Und geht auch super auf so Sachen ab, aber da ging es ja jetzt um wirklich Bilder und Szenen aufbauen und ja. Aber ja, das ist wie gesagt so Klamauk-Sachen oder für ein, zwei andere ist es kein Thema. Wobei, ich erwähne die Zwergenrunde, wo ich fast jemanden getötet hätte. Aber. Ist das bei deinem Bart passieren? Nein, schon cool, nein, ich könnte da. Ich könnte das Wort nicht mehr. Ich habe einen schon Aufschlag bekommen. Wenn man halt Sachen einfach übertreibt. Das ist zwar mal witzig, aber wenn das halt sich den ganzen Abend durchzieht, geht es immer noch auf die Eier. Na gut. Das ist halt so ein Pocher. Einfach nur so ein Pocher. Du meinst jetzt wirklich die Person Pocher? Oder? Ja. Ja, okay, ich wollte noch was vergehen. Meinst du, es wird halt tot? Ja, genau. Bis ins untote Leben hinein, so nach dem Motto. Ist aber auch okay. Ne?
du das halt vorher weißt, dann kannst du sagen, ah, wie ist die Runde konzipiert? Ah, dann lieber nicht. Dann sag ich, nee, ist voll gut. Dann schaue ich mir die lieber an. Dann kann man immer noch sagen, scheiße, was spielt ihr denn heute so gut, Herr Arsch? Wer spielt denn noch bis? Das ist einfach eine ja. Zeit dann so. Ja, muss man auch machen. Einfach ein Nachteil, der irgendwie noch nie zum Tragen kam. Boogie ist ja getigert und ich weiß. Sonst hätte es ja schon Gelegenheiten dafür gegeben, aber. Ja. Das ist dann so, ja gut, da hat es sich halt bisher einfach wirklich gar nicht gegeben. Und es hat halt Nachteile. Manchmal, das weiß ich, da bin ich auch als Spielleiter, vergisst man auch manchmal einfach ein paar Nachteile, die vielleicht in dem Moment sehr cool gewesen wären. Weil dann denkst du, ich hatte schon 18 Nachteile. Also wenn die Nachteile schlüssig für das Konzept sind, ja, dann lasse ich auch gerne viele Nachteile zu. Aber ich würde auch einfach sagen, ab hier kriegst du halt auch keine Punkte mehr. Einfach weil es gibt ja auch einfach Spieler, die können das super rüberbringen und machen und dann hast du ein paar. Können es halt nicht so und dann baust du ein Riesenkräfteungleichgewicht auf, dass er eh schon da ist, weil der ist ja schon ein guter Rollenspieler, der will erst reinkommen. Jetzt baust du halt durch die Würfelpools noch Riesenunterschiede auf. Also, das ist ja schon vorsichtig. Ich bin ja doch auch so ein Typ, der sich auch gerne Nachteile ohne Punkte nimmt. Einfach, ja, weil ich gerade in dem Moment spannend sind oder so Ticks, die man dann halt hat. Oder in dem Moment, wo man zum Spielleiter sagt, okay, nach der Aktion habe ich jetzt den und den Nachteil, danke. Oder dann spontan fragen, um Leute mit Charakter gegen zu spenden. Oder dieser eine heimnisvolle Satz, ich möchte noch einen Vater. Ich bin mein Vater. Ich möchte noch einen Vater, ups. Aber dann könnte man schon fast eine eigene Sitzung zum Thema Spielerverhalten machen. Ja, klar. Also das ist auch, finde ich auch was, das finde ich immer wieder gut, dass so Sachen auch ab und zu immer wieder in Sammelstreams besprochen werden. Da kann man sich auf manchen Kanälen nochmal Sachen zusammensuchen, um einfach auch mal mitkriegen, bin ich nur alleine mit der dritten Meinung oder haben die andere auch. Ja. Also wie gesagt, eine Meinung, die ich überhaupt nicht teilen kann, ist so, ist Wissen im Internet, kennen die Leute klar jetzt vom Sehen, man hat so, sagen wir, lose Freundschaftsbande, aber es gibt auch Leute, die kenne ich schon den Nickname, da habe ich noch ein Bild gesehen, die haben nie verbal gesprochen. Warum sollte es mich jetzt zutiefst belasten, wenn jemand sagt, mich das Stream so scheiße? Das ist ja ein gutes Recht auf Meinung. Also jetzt nehmen wir das Beispiel, wenn du zu Hause vom Haus stehst, putzt ein Auto und irgendein Wildfremder kommt vorbei. Ach doch, geht weiter. Denke ich, eine gute Toilette haben oder einen schlechten Tag oder weitergehen. Aber wenn eine Person vorbeikommt, die dir wirklich nahe liegt und sagt, du Arschloch, dann fragst du, hey, was ist denn los? Ja. Und genauso ist es im Internet ja auch. Oder beziehungsweise ich halte es immer so, wenn mich jemand dumm anmacht, nach meiner Meinung wieder unter dem Video, sperre ich sofort. Ja. Ohne es zu sagen, ich will das mit mir diskutieren, mich, das fand ich nicht ordentlich. Also wenn jemand ein Gespräch anfängt, klar, aber wenn er jetzt aber nur drunter fällt, also sie. Oder alles scheiße. Fertig. Alles scheiße vom Arsch. Aber das ist halt auch ein Ding. Das ist fair, das ist eine Persönlichkeit, die muss gebildet werden. Ja. Die sollte man auch am besten bilden, wenn man weiß, man ist für Negativkritik sehr, sehr empfänglich und nimmt die sich selbst zu Herzen, sollte man überlegen, ob man es fühlen will. Das ist ganz klar. Ja. Ich würde auch mal sehr gut über das Thema Projektion gehen im Rollenspielen. Aber sowohl von Spielleiterseite als auch von Spielerseite. Ja. Und selbst. Reflexion bei dem Thema. Therapie durchs Rollenspiel. Ja, genau. Das ist mal Thema, das man vorstellen kann. Oder man merkt halt, man spielt zum ersten Mal mit ihm oder vielleicht was du gesehen und merkt, also ich komme mit ihm überhaupt nicht klar. Ich weiß gar nicht, ob die alle herumreiben. Ja. Könnte auch sein. Oder scheiße, flugt hat und dann schreibt man noch 140 Seiten irgendwo. Ja, das schaue ich nicht so an. Schau ich passiert eben. Kann passieren. Oder, wo aber ich das halt ist dann auch einfach der Punkt, wo du sagen musst, wenn dann jemand kommt und sagt, oh, mit euren Ersatzspielern ist das so toll und das merkt man ja gar nicht. Ja klar, wenn die Ersatzspieler diejenigen sind, die sich auf das Beam ständig angucken und eh ständig mit dabei sind und auch einfach wissen, was ist bisher passiert, und dann merkt man das auch nicht. Oder man ist so furchtbar gehypt, weil man Warhammer-Sachen gekauft hat und ein privates 10-Minuten-Video mit Stimmverzerrer aufnimmt. So wie ich. So. Ja, wir wollten spielen, du warst nicht da, hey, dann solltest du sagen. Tja. Ich fand das Moment, den Kommentar fand ich sehr nett. Den Kommentar fand ich sehr nett. Handynummer tauschen. Will ich jetzt den Workshop offiziell schließen, weil ich habe offiziell geöffnet.
in den Essensraum verlegen.